Verbände haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie mit viel Kreativität und Leidenschaft es schaffen, ihre Mitglieder zu erreichen und ihnen alternative Sportangebote anbieten zu können. Unsere Wünsche an die Politik wären, dass es dann so weitergeht, wie es heute anfängt. Nicht mit dem Regen, das können wir nicht beeinflussen, aber wir haben Outdoor-Angebote, das ist schön, aber wir brauchen auch irgendwann wieder unsere Hallen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und darüber hinaus hat der Verein natürlich gewaltige finanzielle Verluste. Und wir würden uns sehr freuen und wir brauchen es auch sehr, dass wir da finanzielle Zuwendungen gegebenenfalls auch bekommen, wie es andere Industrien auch bekommen, weil wir werden es sonst nicht schaffen, unsere Strukturen zu erhalten. Also der MTV Stuttgart steht auch für seine Angebote im Gesundheitssport, wobei Gesundheitssport nicht nur der Sport in der Halle ist, sondern Gesundheitssport spielt sich auch im Kopf ab. Die Leute wollen Gemeinschaft, die wollen zusammen trainieren, die wollen sich gemeinsam motivieren und man braucht eigentlich auch den Kick, man braucht die Gemeinsamkeit, man braucht im Prinzip das Wohlbefinden beim Sport, um den gesundheitlichen Aspekt auch voll wahrnehmen zu können. Nach der Gemeinschaft sehne ich mich schon auch sehr und Kontakte einfach zu anderen Menschen wieder zu haben. Aber man muss natürlich vorsichtig sein. Ich bin der Auffassung, dass man auf jeden Fall dieselben Abstandsregeln und Hygieneregeln einhalten kann, wie im Freien. Wir haben auch Fitnessangebote heute noch. Wir wissen nicht, wie viele Leute kommen, das werden wir sehen, aber bei dem Regen vielleicht weniger. Aber die Fußballer sind ja nicht so empfindlich und die Jugend, die Fußballer, die scharren schon seit Wochen mit den Hufen und ich bin total froh, dass wir heute anfangen dürfen. Und Sie sehen ja hinten, es sind einige Jugendliche unterwegs und das ist die volle Zahl, die wir bestücken dürfen. 5 Teilnehmer auf 1000 Quadratmetern und darüber freuen wir uns.